Wir machen es so, dass wir ganz geschwind die Entschuldigung. Es gäbe eine riesige Liste, weil wir sind am Mittwochnachmittag. Es geht nicht allen, aber ganz wenige haben darauf gepocht, erwähnt zu werden. Der Gesamtregierungsrat muss sich entschuldigen. Sie werden aber ihr Geschenk vorbeibringen, und zwar am 5.9. Ihr könnt dabei sein. Da kommt der Regierungsratspräsident zum Gespräch mit dem Wetz am Sonntag. Immer am Sonntag haben wir so Sachen. Nach dem Regierungsratspräsident kommt der Endo Anaconda. Es sind also ziemlich verschiedene Leute, die kommen. Und von dort her auch noch darauf gepocht hat der Bernhard Zemp, hat leider nicht gekommen, unser vorheriges Gesamtkunstwerkprojekt. Und herzlich begrüßen möchte ich in Köln den Emil und Nigel Steinberger. Sie sind zusammen dort mit der EDA. In der EDA geht es nicht so wahnsinnig gut. EDA, du musst wieder ab sein, he? Wir brauchen dich noch. Und jetzt kommt gerade in den Sinn, dass wir das alles auf Schriftsprache machen, Silas. He? Also, wir haben auch Leute in Berlin auch und so weiter. Wir machen das in Schriftsprache. Rainer ist auch da. Rainer hat ja auch mitgearbeitet in diesem Film. Und Gerda Steiner, Jörg Lenzling haben auch mitgearbeitet. Die sind auch gerade unterwegs auf der Welt und können nicht hier sein heute. Simon Enzler hat gerade die neue Sommertournee heute. Und die heißt Weltreise. Die macht jetzt zusammen mit Martineau und dem Appenzeller Echo. Und ich sage euch, wenn ihr das sehen wollt, da ist immer alles ausgebucht, die ganze Zeit. Rechtzeitig auf das Netz und schauen, dass ihr ein Ticket irgendwo in der Schweiz bekommt. Dann möchte ich ganz herzlich die Leute begrüßen, die eben uns auf dem Livestream zuschauen. Das ist etwas ganz Neues für uns, aber wir haben uns seit einer Weile gedacht, dass das immer wichtiger wird mit Film und auch diesen Online-Geschichten. Und deshalb übertragen wir zum ersten Mal mit dieser Veranstaltung auch eine Veranstaltung live auf YouTube und Facebook. Und diese Menschen möchten wir eben auch ganz herzlich hier im KKLB und zu diesem Anlass begrüßen. Und jetzt haben wir noch eine Sturmmeldung. Und zwar, meine Brüder sind fast vollkommen nicht hier. Das ist außerordentlich. Wir haben ja damals unter der Bettdecke jeweils gebetet, dass ein Sturm kommt, weil mein Vater brauchte Arbeit auf der Dachdeckerei. Und wir haben dann auch auf die Schule verzichten können. Wir durften dann die ganze Nacht zu Hause mitarbeiten. Das war ein Fest, oder? Aber ein solcher Sturm, der jetzt gekommen ist, der wünscht sich niemand. Das ist überhaupt nicht lustig jetzt in Wollhausen, weil dort sind Häuser, die effektiv schön renovierte neue Häuser, die abgebrochen werden müssen. Das ist der Schaden total. Das ist nicht nur das Dach, sondern das Unterdach und alles weg. Und wenn da Wasser in so ein Haus kommt, wenn es frisch renoviert ist und so weiter, das geht nicht. Deshalb ist auch Stefan Einholzer nicht hier. Sie würden denken, er hätte zwei rechte Hände, da kann ich sagen, eher nicht, oder? Er ist Nachrichtenchef des Schweizerischen Radio und Fernsehens und er ist nicht hier, weil er einfach gestern in Betreuung der Vater in Wollhausen betreuen musste, den ganzen Tag nicht an die Arbeit konnte und deshalb heute das nachholen musste. Er wäre sehr, sehr gern hier gewesen. Dann möchte ich auch ganz herzlich Guido Sieger begrüßen. Er ist quasi aus unserer Sicht als Vertreter der Sponsoren hier. Er hat mit seiner wunderbaren Firma Sigmatic, arbeiten wir schon sehr lange zusammen, eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und wir freuen uns sehr, dass er heute auch hier ist. Dann begrüße ich auch ganz herzlich den Gemeinderat von Beromünster. Da haben wir den Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold hier. Und die Vizepräsidentin Manuela Joost-Schmidiger ist auch hier. Das freut uns natürlich auch sehr. Auch ganz wichtig für uns ist die Inputgruppe. Wir hätten dieses Projekt in dieser Größe, in diesem Ausmaß, auch national, international, nicht bis heute realisieren können, hätten wir nicht die Inputgruppe. Das sind Leute, die uns vertreten mit ihrem Namen und auch da und da ein bisschen einschreiten. Und einer, der von der Inputgruppe heute für mich die wichtigsten zwei sind heute gekommen, das ist lustig, ich habe es immer gesagt, die wichtigsten zwei, das ist Walter Scher.
alter Chef von Scherholzbau. Er hat auch für mich die größte Geschichte hier gebaut, das wir brauchen, aber auch in Beratung und so weiter, ein unglaublich wichtiger Mann. Und ebenfalls hier heute, das freut uns auch sehr, ist der nicht mehr Schlossbesitzer Josef Felder. Er hat sein Schloss verkauft, ist zu uns zurückgekommen in die Zentralschweiz. Josef, das freut uns sehr. Du bist im Moment, das weiß ich, international sehr engagiert mit den Flughäfen. Alle wollen von dir einen Rat haben. Du bist auf der ganzen Welt ein bisschen unterwegs, aber heute hattest du Zeit, hierher zu kommen. Vielen Dank, Josef, dass du gekommen bist. Ein sehr wichtiger Inputvertreter auch von uns. Dann möchte ich die Swisscom Broadcast begrüßen. Ich habe sie zwar noch nicht gesehen persönlich, aber eigentlich sind Martin Schwaller und Herr Poschung auch angemeldet. Ah ja, genau, als Vertretung des Swisscom Broadcast AG, welche eigentlich die Eigentümerin dieses Sendeturms ist. Darauf kommen wir dann später noch zu reden. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Kommen. Und dann möchte ich auch ganz herzlich Pius Jenny begrüßen. Pius Jenny ist vom Kantonsspital Luzern oder vom Luzerner Kantonsspital, wie es richtig heißt. Er ist zuständig für unser Großprojekt Kunst im Spital, welches wir nun auch schon seit beinahe 8 Jahren vom KKLB aus verantworten. Und sehr schön, dass du heute auch Zeit gefunden hast. Ja, und das sage ich, das ist nicht selbstverständlich. Der Pius ist vollständig überengagiert. Wo ist er jetzt so, der Pius? Der hat Pius, ja. Also Pius, die Zusammenarbeit mit dir ist ein kleiner Traum. Du weißt, wir machen sehr viele Umsätze, auch finanziell, aber vor allem geistig. Wir verändern das ganze Kantonsspital und es kommt so gut, dass alle anderen Spitäler der Schweiz uns auch wollen. Aber wir gehen nicht viel, wir bleiben in Luzern, weil wir können hier ein Muster machen, wie man es schweizerisch machen kann, wie man es international machen kann. In diesem Zusammenhang auch die Untersuchungen, die Forschungsarbeit, die wir mit der Charité in Berlin betreiben dürfen, wo wir sehen, unsere Effizienz, wir sind unterdessen bei mindestens 15% besserer Wundheilung. Das ist alles dank Pius. Der hat uns damals überzeugt, das zu machen. Wir wollten anfänglich nicht, aber das ist ähnlich wie mit dem Herrn Direktor. Er wollte anfänglich auch nicht. Eigentlich habe ich gedacht, warum? Ich habe gedacht, es gibt so viel Arbeit. Ich habe Silas Krembühl gefragt vor 10 Jahren, möchtest du den KKLB Direktor machen, und er hat einfach Ja gesagt. Obwohl du empfohlen hast, ich soll es nicht machen. Ja, ich habe empfohlen, er soll es nicht machen. Aber es ist ja jetzt gut gekommen. He? Wir sind immer noch da. Gut, weiter auf der Liste. Kommst du, Silas? Ja, vielleicht in dem Zusammenhang haben wir ganz viele Ärzte und Chefärzte vom Kantonsspital, die wahrscheinlich beim Livestream jetzt zuschauen, die leider nicht persönlich hier sein können, aber für die, die kurz reinschauen aus dem Büro, auch herzlich willkommen hier im KKLB. Herr Hochwürden, das ist für uns keine Selbstverständlichkeit, lieber Harald. Es ist für uns eine riesige Ehre. Es ist die Beweglichkeit des Katholizismus, den ich über alles liebe. Du weißt, ich bin ein Urkatholik. Ich liebe die Unordnung und nicht das aufgeräumte Zeug, oder? Aber trotzdem haben wir heute einen ökumenischen Anlass, nämlich der Herr Pfarrer ist auch hier. Der Herr Pfarrer der reformierten Kirche von Zursee. Mit ihm arbeiten wir ja momentan auch gerade zusammen. Also gelebte Ökumene hier in diesem Kreis. Und es ist Ulrich Walter, der natürlich für uns im Moment sehr wichtig ist. Wir machen dort ganz viele Veranstaltungen. Hand auf Ulrich, für die, die dich nicht kennen. Uli Walter, nicht Ulrich, Uli Walter. Und Uli hat eigentlich den ganz großen Mut gehabt, eine Ausstellung abzusegnen. Es musste dann mit dem Kirchenrat noch weiter abgesegnet werden, aber es ist eine Ausstellung unter den Kirchenbänken mit 41 Künstlern. Und das ist, die müssen da herumliegen in der Kirche. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb bin ich natürlich überaus froh, Uli, dass du diese Sache mitverantwortest. In diesem Zusammenhang natürlich auch für mich die ganz große Verantwortung dieses Kunstwerks hat ganz eindeutig Herr Hochwürden Harald Eichhorn, indem er sagt, ich segne diese Blumen. Harald Eichhorn ist für mich unglaublich wichtig. Also ich sage jetzt folgendermaßen,
ohne den damaligen Propst, der wäre dagegen gewesen, dass der WETZ den Landessender Berlumünster übernehmen würde, da kann ich Ihnen sagen, hätte ich nie bekommen. Der Propst hat hier noch etwas heute zu sagen. Da bin ich ganz sicher, das habe ich ganz gut gespürt. Und die Gemeindeversammlung unter der Leitung von Charlie Freitag musste das damals bewilligen. Und das war keine einfache Geschichte, einem Künstler die außerordentlich große Bewilligung, eine Sonderzone mit A, B, C, D und so weiter zu geben. Und er bezahlt dafür nur einen Fünfliber. Ist man da nicht neidisch? Der Wert der Liegenschaft ist sehr hoch eingestuft gewesen und die Liegenschaft hat ja natürlich das Swisscom Broadcast gehört, oder? Und, und die Zusammenarbeit in diesem Sinne, natürlich auch noch mit dem Trio, der Gemeinde, Bauvorsteher und so weiter, musste alles auch mit der Region mit der Fünf-Sterne-Region, wo damaliger Gemeindepräsident von heute Hans-Peter Arnold vorstand. Er war damals auch mit dabei, als ich diesen Sender mit übernommen habe. Alles diese Sache, diese Kooperation, und gerade die Kooperation war auch wichtig, nämlich hier heute die Präsidentin ist hier, das ist eine große Ehre für uns. Und für uns in ständiger Zusammenarbeit ist auch der Förster. Sein Großvater war Förster, sein Vater war Förster und er ist jetzt Förster von Berlumünster. Das ist Robert Sutter. Und er hat auch noch den Hochintellektuellen der Kooperation mitgebracht. Das ist Ignaz Sutter neben ihm. Und die Präsidentin sollte ich den Namen auch endlich mal auswendig lernen. Silas, hast du den? Barbara Bailey. Barbara Bailey ist das, ja, genau. Genau. Also, jetzt bin ich nach vorne gerutscht, wir gehen wieder retour, wir sind bei Josef Seppi Rittler, den habe ich schon vorgestellt. Es ist für uns eine Ehre. Seppi, was haben wir für Blicktitel schon gemacht zusammen? Seppi ist ja der Boulevardjournalist der Schweizerischen Eidgenossenschaft, mehrfach ausgezeichnet, auch als Fotograf und so weiter. Und wir haben zusammen Titelseite des Blicks produziert. Der Blick war damals vor 20 Minuten noch eine Zeitung, der ist heute nicht mehr relevant, aber damals war er sehr relevant. Es gab immer die NZZ mit und die Politiker haben sie auch alle gelesen. Und dort wurde der WETZ eigentlich anfänglich ziemlich bekannt. In der Schweiz, vorher eher nicht in der Schweiz bekannt, und das ist Seppi Rittler, einige Schuld daran. Wir haben auch eine Explosion veranstaltet, da haben wir mehrere Titelseiten gemacht. Ich habe einmal in Huhn explodiert, weil ich Bilder verkaufen musste bei Jörg Willen, leider schon verstorben. Ich musste sehr viele Bilder verkaufen, weil ich brauchte sehr viel Geld. Und Willen hat gesagt, mach doch eine gute Aktion. Und ich habe dann ein ausgestopftes Huhn mit Hochdruck explodiert. Und die Leute haben eigentlich nicht gemerkt, dass es kein richtiges Huhn war. Und entsprechend gab es mehrere Titelseiten des Blicks und auch eine lange Diskussion über Tierquälerei, die wir dann aber natürlich sukzessive aufklärten und sagten, dass dieses Huhn ausgestopft war. Das war dann kein Problem mehr eigentlich. Aber solche Sachen habe ich mit Seppi gemacht. Wo ist er überhaupt so? Ja, Seppi, grossartig, Seppi Rittler. Gut, das dann sind wir. Möchte ich als Vertretung quasi der Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir hier im Haus zusammenarbeiten, Kurt Hunkeler begrüßen unter anderem. Er ist malt wunderbare Aquarelle und wir hatten gerade eine schöne Ausstellung mit großen Arbeiten von ihm im Haus. Ebenso Ursula Stalder, die Sie vielleicht schon vorne im Bettensaal gesehen haben. Sie ist aber gerade in Piräus am Strand und guckt uns eben auch über den Livestream zu. Und bei Kurt wollte ich noch erwähnen, dass er heute Geburtstag hat. Also man darf natürlich auch Happy Birthday to you! Kurt Hunkeler hat gerade heute Geburtstag. Dann haben wir auch Niklaus Troxler hier, der Gründer des Jazz Festival Willisaus und einer der bekanntesten Gestalter, den es auf der Welt gibt. Er hat diesen Saal, den wir hier haben, den Landessaal, frisch gestaltet mit seinen Tape arbeiten und auch für dich ein herzliches Willkommen.
Dann möchte ich auch noch das, im Namen vom KKLB Berlin die Leute begrüßen, die von da zuschauen. Genau. Stefan Schüpfer und Alois, das sind die Vertreter unserer Nachbarn. Wo haben wir Stefan und Alois? Alois ist erste Stunde ein Wetzbefürworter. Das war nicht so ganz einfach. Er ist die Kommunikationsgeschichte da vorne. Da läuft alles ab in der Hintergrundkommunikation des Ortes. Er hat mich sofort aufgenommen. Und sein Sohn, der heute diese Beiz führt, die Beiz der Beizen, die Kummle, das ist unser Kommunikationsmitarbeiter. Also er macht die offiziell, sehen Sie beim Team, sehen Sie überhaupt ganz viele Leute. Das sind rund 40, 50 Leute, die beim KKLB tagtäglich mitarbeiten. Und ohne Stefan hätten wir heute das gar nicht machen können, oder? Weil er hat auch die technische Kommunikation total im Griff, sodass wir einen Livestream von Ebedosse tiptop machen können, oder? Dann habe ich den Uli Zielmann noch nicht gesehen. Ist er nicht gekommen? Das würde mich nicht überraschen. Das ist der Architekt vom, von der U-Bahn. Er konnte offensichtlich auch nicht kommen, weil eben dieses Unwetter alle in Wolhusen heute zurückhält. Aber hier ist Uli und Carmen Sutter, die habe ich gesehen. Das ist das Literat des KKLBs. Uli hat die weltweiten Verbindungen für uns geschaffen in der Literatur. Und er hat für uns das Europaweltli produziert. Es ist eine ganz großartige Sache. In diesem Zusammenhang mussten wir auch schon eine Entourage über uns gehen lassen, wo einer kam, der speziell begrüßt werden musste. Und viele kamen, die speziell begrüßt werden mussten, aber der war sehr speziell. Da musste man nämlich sagen, Herr Durchlaucht von und zu Liechtenstein, nehmen Sie gerne einen Kaffee. Und dann musste man fragen, Herr Durchlaucht von und zu Liechtenstein, nehmen Sie gerne Zucker ins Kaffee. Also man musste immer von vorne anfangen bei jeder Frage. Also er hat uns unglaublich wichtige Leute aus der ganzen Welt schon hierher gebracht. Also wenn die Welt Europa ist, das ist nämlich ein Europaweltli, aber es waren auch schon weitere ganz wichtige Leute von Literatur und so weiter hier. Und es geht so weiter. Die nächste Performance, und das ist eine sehr öffentliche, zum ersten Mal sehr öffentliche Performance, ist am 23. Oktober. Der oberste Waldchef, den wir haben im ganzen Kanton, der ist auch hier. Das ist Pius Röse und das muss ich in die Agenda schreiben, da muss ich dabei sein. Der 23. Oktober ist die nächste Baumpflanzung zweier Länder. Welche Länder? Wissen wir das schon, Uli? Ah ja, wir wollen nach, ja. Ja. Und zwei neue. Aber welche Länder wissen wir noch nicht? Ganz sicher der Europameister. Ah nein, das ist die Schweiz. Gut, also. Dann haben wir die Schließe durch, oder? Genau, jetzt haben wir noch verschiedene Protagonisten hier, die wir noch nicht vorgestellt haben, aber die wir schon im Film gesehen haben. Da ist unter anderem Peter Scherli, der auch hier ist, von dem wir schon die wunderbare KKLB-Fanfare gehört haben und der einen tollen Auftritt auch für diesen Film mit uns mitgemacht hat. Und dann die beiden Herren, die hier vorne sitzen, das ist Bernie Thurnherr und Charles Moser. Und hier ist auch noch das Original der Komposition. Das haben wir in unserer Sammlung aufnehmen dürfen. Lieber Dank, Peter. Er hat dafür den Betonhelm bekommen. Es war ein Gegengeschäft. Genau. Jetzt kommen wir zur Teamvorstellung. Ist das richtig? Ist es schnell das Team nach vorne kommen? Die heute eingeladen haben. Wir kommen schnell auf die Bühne. Das ist Marlene Jost. Ja, das ist... Marlene Jost ist die Kuratorin der momentanen Ausstellung, eine 22-jährige Frau und mit sehr viel Kunsterfahrung. Sie hat bei uns 5 Jahre vollberuflich tätig gearbeitet. Es ist vielleicht dazu zu sagen, sie hat keinen kunsthistorischen Hintergrund. Sie hat also nicht Kunsthistorikerin studiert, aber wir sind uns heute sicher, dass sie eigentlich besser ausgebildet ist, weil sie eben die Praxis und eben sehr viele Stunden bei uns gearbeitet hat.
unglaublich viele Stunden gearbeitet hat. Und du hast diese Ausstellung Blumen für die Kunst fabriziert, nicht ganz alleine. Mit wem zusammen hast du das gemacht, Marlene? Ihr seid ja zusammen fast 100 Jahre alt. Du bist 22 und der andere etwas älter. Wer ist das? Das ist Tino Steinemann. Tino Steinemann, ein sehr arrivierter Künstler, und sie hat es mit ihm zusammen gemacht. Aber es ist so, dass, wer war dann der Chef effektiv? Ich. Genau, Marlene war ganz klar der Chef. Sie sagte, das machen wir nicht, oder? Und es ist eine unglaublich große Ausstellung. Es ist eine riesige Zusammenarbeit mit ganz vielen Künstlern. Und die Künstler sind nicht immer total einfach, oder? Aber du hast den Rang total gefunden zu allen Künstlern. Ja, also die meisten kennen ja unser Haus schon. Und wir haben auch ein paar neue Künstler dazu geholt. Und die kannten halt unsere Arbeit noch nicht, wie wir arbeiten. Aber das ging ganz gut. Also man musste nur sprechen mit den Leuten. Sehr gut. Ich würde sagen, herzlichen Applaus. Sie haben die Ausstellung noch nicht gesehen, aber immerhin Marlene gesehen. Ja. Gut, dann haben wir heute haben eingeladen auch unser Mann der ersten Stunde. Das ist Adi Kottmann. Adi Kottmann hat diese Sache mitverantwortet. Er ist in unserer Geschäftsführung seit Anfang und er ist ein unglaublich wichtiger Mann. Warum kommt er nicht vor? Das haben wir doch abgemacht. Hä? Kommt er nicht vor? Ja, genau, da kommt Adi vor. Adi, du hast seit Anfang haben wir hier eine Geschichte gemacht. Wir müssen wegen der Kamera ein bisschen nach rechts. Wir haben eine Geschichte gemacht und wir haben gesagt, der Wetz sei gegen Atomkraftwerke schon immer gewesen. Und wir haben gesagt, wir machen das ganze KKLB mit 100% Solarenergie. Und das ist schon noch eine große Geschichte. Wie viele Anlagen, Solaranlagen haben wir unterdessen hier? Ja, das sind sehr viele. Ich würde sagen, etwa 5-4 im Penaltyschießen, so. Ja. Über 10, ja. Über 10, und wir haben auch zugleich noch ein Altersheim, ein solares Altersheim. Solares Altersheim, was ist das? Also wir haben den Beweis erbracht, dass alte Solarmodule nicht einfach in den Friedhof kommen, sondern dass die auch nach 20 Jahren weiterhin Energie produzieren können. Das haben wir hier bewiesen. Das war ein schweizerisches Forschungsprojekt, das wir hier bewiesen haben und jetzt ausstrahlt über die ganze Schweiz und Europa. Danke für Adi. Wer hat noch eingeladen? Hat irgendjemand eine Liste? Hat jemand eine Liste? Also, David Bucher kommt gleich nach unten. Dort oben übernimmt schnell die Regie übernimmt schon Ramona Temsi. Ramona Temsi ist auch schon jetzt lange bei uns. Ich erwähne jetzt nicht alle Leute, die bei uns arbeiten, sondern eher die eingeladen haben. Aber heute ist sie in wichtiger Funktion. Sie ist eine bekannte Schauspielerin, arbeitet aber seit ganz vielen Jahren jetzt schon bei uns im KKLB. David Bucher ist eigentlich, kann man sagen, die Nummer unseres Hauses. Also unser Haus würde keinerweise funktionieren, wenn es David Bucher nicht gäbe. Es ist der General Manager, es ist der Betriebsleiter von uns. Er ist lustigerweise noch ein bekannter Schriftsteller, hat mehrere Bücher ausgegeben. Er ist lustigerweise noch Musiker einer Band, die sehr erfolgreich ist. Und trotzdem kann er es machen. Er ist noch Betreuer von 3 Kindern an 2 Tagen. Ich weiß nicht, wie er es macht. Aber er ist eigentlich 24 Stunden fürs KKLB da. Er ist unser General Manager. Er ist der CDO, der Chief Digital Officer. Er ist aber auch der Personalchef. Und er ist auch noch als Künstler tätig. Wie machst du das, David? Ja, man muss einfach die Stunden ein bisschen büscheln am Tag, dann kriegt man mehr als 24. Jetzt, Damen und Herren, das ist David Bucher. Den müsst ihr kennenlernen, wenn ihr irgendein Problem habt. Ich habe ständig welche, er löst einfach alles. Danke vielmals, David. David, hilf mir noch schön, dass ich noch was auf die Bühne holen. Wer muss sich auf die Bühne holen? Wie? Timi am Schluss. Haben wir sonst noch jemanden? Ich glaube, gesehen. Gut. Also, geschätzte Damen und Herren, kein Leben ohne Olivia. Olivia, ich bin damals über die Emme gegangen und habe dort Olivia gefunden. Es war also kein weiter Weg. Und diesen Weg habe ich schon etwa, vor ich 20 war, gemacht. Und heute bin ich 60.
Und wir sind 40 Jahre zusammen und es gäbe kein KKB, es gäbe kein Wetz, es gäbe keine Geschichte, die wir heute feiern können, keine 100 Jahre. Es ist einfach immer Olivia, die nicht im Vordergrund stehen will. Das wollte ich eigentlich, sie in dem Vordergrund immer wieder ein bisschen produzieren. Der Wetz produziert gerne, das wissen Sie. Und auch so hätte ich Olivia gerne produziert, aber das hat sie nie mitgemacht. Sie ist bis heute im Hintergrund geblieben, aber der Hintergrund ist das Fundament dieses Betriebs. Ohne sie würde das Ganze finanziell auch nicht gehen, ohne sie würde gar nichts gehen. Schätzte Damen und Herren, herzlichen Applaus für Olivia. Also, Olivia, keine Frage. Also gut, ciao. Merci, kannst du wieder gehen. Ja, dann möchten wir gerne mit zu viert ein paar Fragen abhandeln, die sich vielleicht jetzt auch aufgrund dieses Filmes, aufgrund dieses Kunstwerkes ergeben haben und die vielleicht auch spannend sind zu fragen. Und mich persönlich würde als erstes gerade mal eine Frage an Benny interessieren. Wieso hast du dich darauf eingelassen, hier mitzumachen und wie war das für dich? Ja, das sind eigentlich verschiedene Gründe. Also am offensichtlichsten ist natürlich, dass ich ja ein Leben lang immer beim gleichen Arbeitgeber war. Das gibt es heute ja auch nicht. Sprechen wir überhaupt Hochdeutsch? Ist das eine Eurovision-Sendung? Okay, gut, ja. Ja, beim Schweizer Radio und Fernsehen. Und als ich begann, da gab es noch kein DAB und noch nicht einmal ein UKW. Da gab es nur Mittelwelle und das war eben der Mittelwellensender Beromünster. Also das ist schon einmal eine, wie soll ich sagen, emotionale, berufliche Verbindung. Also Radio Beromünster, das war eigentlich synonym für die Medien generell. Also das war auch der Mittelpunkt des Familienlebens. Jeden Mittag um 12:30 kamen die Nachrichten. Da musste man fertig gegessen haben und aufmerksam zuhören. Und das war also Beromünster. Zuerst bewunderte ich das und dann plötzlich, dank diesem Sender, ging meine Stimme dann selber über die Schweiz. Und das Zweite ist, dass ich im Verlauf des Lebens mich immer mehr für moderne Kunst interessiert habe. Und zwar deshalb, weil ich habe so viel immer lernen müssen in meinem Leben und immer haben mir so viele Leute gesagt, was ist ein gutes Bild, was ist ein schlechtes Bild, was ist eine wertvolle Skulptur und was ist ein wichtiger Film und so weiter. Und meistens war ich überhaupt nicht einverstanden mit dem, was sie da erzählt haben. Habe mich immer gefragt, ist das jetzt wirklich so oder ist das nur ein Bluff? Und bei der modernen Kunst ist es eben so, da gibt es keinen, der dir sagt, das ist gut und das ist schlecht. Da musst du dein Gehirn selber einschalten und musst dir selber überlegen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht und wie wirkt das auf mich und so weiter. Und jetzt, da ich ja im Ruhestand bin, habe ich eben noch viel mehr Zeit, um mich mit dieser modernen Kunst in allen Formen und Farben zu beschäftigen und da kam der Wetz natürlich genau richtig mit seiner Anfrage. Also ich habe dich nicht nur gefragt für diese Moderation, sondern ich habe dich angefragt für die KKLB-Moderationen. Das heißt, das geht jetzt weiter, das ist dir bewusst, oder? Ja, das ist, ich weiß schon, ich habe mir sagen lassen, wenn du dem Wetz deinen kleinen Finger gibst, dann bist du in der Waschmaschine und du wirst gedreht dann, oder? Klar. Ja, kein Problem, weil es interessiert mich und ich mache nur noch das, was ich gern mache jetzt. Ich brauche mein Image nicht mehr zu fördern, ich muss nicht mehr für mein finanzielles Einkommen sorgen. Ich darf jetzt einfach noch leben und das machen, was ich gern mache. Und das ist jetzt so eine Sache, die ich gern mache. Benny ist ein Riesengewinn für unser Haus. Herzlichen Applaus, Benny. Ja, von Charles haben wir auch schon einiges gehört heute. Mich würde noch Wunder nehmen, du hast jetzt den Film auch gesehen. Gibt es da noch was, was du aus deiner Sicht noch hinzufügen müsstest, was man noch dazu sagen muss? Du hast es ja schon alles sehr gut erklärt eigentlich, aber man ist ja immer kritisch auch mit sich selber.
Ja gut, ich bin ja hier jetzt als Butterblume, so quasi als Dekoration am Rande des Geschehens. Und naja, ich habe ja viel gesprochen in diesem Film, das war gar nicht so intendiert. Ich würde einfach sagen, wo ich nicht so genau war in meinen Ausführungen, war die Beziehung zwischen dem KKLB und dem Sendeturm. Also die Gefahr besteht jetzt natürlich, dass euer Sendungsbewusstsein zu groß wird, oder? Also ihr müsst da natürlich schauen, dass ihr auch wieder bescheiden werdet. Also Charles, das ist ja deine Aufgabe. Du hast ja, seit langer Zeit hat er ja den KKLB Kunstconsulting übernommen. Natürlich ist es nicht dumm von Wetz, dass er seinen Kritiker gleich anstellt, oder? Aber es ist nicht eine wirkliche Anstellung, sondern er ist nämlich frei. Und er ist, geschätzte Damen und Herren, das weiß ich unterdessen, der beliebteste Hochschulprofessor, den es je gegeben hat. Das weiß ich unterdessen an den allen Resonanzen unserer Künstlerinnen und Künstler in der ganzen Zentralschweiz. Charles Moser war am beliebtesten. Und beliebt zu sein, ist nicht, dass er large war, im Gegenteil. Die Kunststudenten haben gerne eine Herausforderung. Er ist fachlich höchst gebildet und wir profitieren jeden Tag von seiner wirklichen Reflexionsarbeit, die für uns im KKLB von großer Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang herzliche Gratulation für den Charles. Ja, und Charles hat es angesprochen, das war eigentlich nicht so gedacht, dass er im Film so viel sagt, aber wir haben dieses Interview aufgezeichnet und beim Schneiden hatten wir den Eindruck, dass es so gut gesagt und er bringt so die wichtigen Punkte eben auf den Punkt auch, dass wir fanden, das muss alles unbedingt da rein und es war dann eher die Schwierigkeit, den Film darum herum zu bauen, so für mich. Und ich bin jetzt sehr glücklich mit diesem Resultat und eben auch mit deinen sehr spannenden und tiefgründigen Aussagen, die da auch dazu gehören. Ich habe eine Frage an Benny. Benny, du, ich sage jetzt, es ist schon noch das nachzuvollziehen, was jetzt gerade passiert. Wir haben ein Kunstwerk, Silas und ich haben ein neues Kunstwerk. Wir haben viele Kunstwerke gemacht bis heute. Zusammen, auch im Spital, haben wir eine Privatabteilung gemacht, die, glaube ich, wenn ich richtig der Annahme gehe, die bestbelegte ist, oder, Pius? Es ist die Privatabteilung, die am meisten belegt ist und das ist nicht billig. Das sind alles Zimmer mit Seesicht und wir haben in Wirklichkeit ja gar keine Seesicht dort, also mussten wir das mit Videos und so weiter machen. Aber das ist die begehrteste Privatabteilung und die kostet viel und die bringt im Allgemeinen Patienten sehr viel, oder? Das kann man so heute sagen. Es ist ja so, wir machen das auch aus politischen Gründen. Wir und ich sind immer auch sehr politisch. Wir arbeiten nicht für ein Privatspital, das verweigern wir. Wir haben viele Anfragen vom Privatspital. Wir arbeiten nur für den öffentlichen Spital. Wir wollen nicht, dass das Bubali vom Kochlimos hilft, oder? Wie man das in Deutschland und Österreich und England und vor allem in Italien sieht. Das ist nicht in unserem Sinn, sondern wir arbeiten für den öffentlichen Spital, dass dort die besten Ärzte sind und dort machen wir die Privatabteilung sehr gerne. Und das ist uns bis heute eigentlich sehr gut gelungen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich wollte Benny fragen. Bist du krank? Nein, nein, ich bin völlig gesund. Ja, du bist zweimal geimpft, wie ich auch, ja, das weiß ich. Nein, Benny, ich wollte fragen, kannst du das nachvollziehen? Wir, Silas und ich, verkaufen ein Kunstwerk. Ich habe recherchiert bei Wikipedia und so weiter. Ich habe niemanden gefunden, der ein Kunstwerk verkauft, das ihm eigentlich das Objekt gar nicht gehört, oder? Kannst du das nachvollziehen, dass wir ein Kunstwerk verkaufen können, das eigentlich gar nicht uns gehört? Ist das für dich nachvollziehbar? Es ist wie bei der modernen Kunst. Ich muss mein Gehirn selber in Bewegung versetzen und dann sagen, nein, ist für mich nicht nachvollziehbar. Tatsächlich. Ich checke es nicht. Ich habe ja als Jurist abgeschlossen.
Ja, und man kann nur etwas verkaufen, das einem gehört. Oder man hat irgendeinen Auftrag von irgendwem. Aber wenn es einem nicht gehört, gehört es einem anderen. Und dann darf der andere sicher noch mitreden. Aber was hat das jetzt genau mit all dem zu tun? Das hat mit dem zu tun, dass du das sagst, was vielleicht die meisten Leute im ersten Moment sagen. Aber wir verkaufen ja nicht den Turm, der Martin Schwaller gehört, der gehört ihm, respektive der Swisscom Broadcast. Das verkaufen wir nicht, sondern wir verkaufen das Kunstwerk, Benny. Also die Idee verkaufen. Wir verkaufen die Idee, genau. Mhm. Und du denkst jetzt, diese Idee sei vielleicht gar niemand interessiert. Aber weißt du, dass jemand interessiert ist? Das weißt du wahrscheinlich. Nein, aber du wirst es mir jetzt dann gleich sagen, deshalb strenge ich mich gar nicht an mit Nachdenken. Ist gut. Ich sage Ihnen, es hat Paul Fuchs hat es gekauft. Und zwar, Paul, kannst du vielleicht mal das Geld da vorne, wir haben 100.000 Franken gesagt. Wir möchten das Geld heute entgegennehmen, das haben wir so abgemacht. Und Paul Fuchs kauft den Landessender Beromünster, nicht das Objekt, sondern er kauft die Idee, oder? Jetzt denkt man, Paul, du seist eigentlich schon nicht ganz normal. Komm hier rauf wegen dem Livestream. Jetzt, Paul, das sind ja effektiv 100.000 Franken. Ja, das sind effektiv. Wir hätten sogar einen Bankenvertreter hier, der könnte das bestätigen. Ja, es sind also effektive 100.000 Franken. Jetzt denkt mal ziemlich jeder, dass du ein bisschen dumm bist, weil du das wolltest. Ich habe ein paar Sammler im Vorfeld gefragt. Du hast nicht eine sehr bedeutende Sammlung, aber du hast eine sehr spezielle Sammlung. Und ich wusste, dass in dein Portfolio dieser Landessender Beromünster passen könnte. Und ich habe dir gesagt, der kostet 100.000 und du hast einfach ja gesagt. Und warum hast du das gekauft? Ja, ich freue mich riesig darüber, dass ihr mir überhaupt das Vertrauen schenkt und mir das Kunstwerk verkauft, weil ich habe sogar gehört, dass es auch noch andere Interessenten gab. Aber mich hat das Kunstwerk so fasziniert, weil ich eigentlich schon als kleiner Junge immer Freude hatte, wenn wir mal in der Nähe vom Sendeturm waren und ich diesen bestaunt habe. Und es ist wirklich eine wunderschöne Anlage. Ich kaufe ja nicht den Turm. Das würde ich nicht, weil da kostet wahrscheinlich der Unterhalt noch um einiges mehr. Aber ich kaufe euer Kunstwerk. Genau. Und freue mich natürlich riesig, dass ihr mir das Vertrauen schenkt. Also ich gebe dir dafür das offizielle Zertifikat. Das ist das offizielle Zertifikat vom Besitzer vom Kunstwerk, Landessender Beromünster, Sendeturm. Und bescheinigt am 30.06.2021 Wetz und Silas. Und auf der Rückseite, Paul Fuchs von Sursee hat das Kunstwerk Sendeturm von Landessender Beromünster von Wetz und Silas Krähenbühl am 30.06.2021 für 100.000 Franken gekauft. Erhalten zu haben, bescheinigt am 30.06.2021. 21 Wetz und Silas Krebühl. Herzliche Gratulation. Also, du hast es schon angetönt. Du hast es schon angetönt, Paul, dass es bereits einen weiteren. Du, Silas, du das Geld da heute schon da geschenkt. Opfer, Terry. Du hast es. Silas, du hast es schon angetönt, dass es weitere Interessenten gibt und das ist tatsächlich wahr. Das ist nicht allzu lange gegangen. Das ist intern, wurde das rumgesprochen, dass du der Käufer bist und schon wurdest du angegangen. Es gibt natürlich Sammler, die das auch gerne hätten und das ins Portfolio passt bei denen.
Und einer, der aspiriert, der möchte gerne 150.000 bezahlen. Und 150.000, das macht es Paul nicht, das hat er gesagt. Er verkauft das Werk nicht weiter, vorläufig wenigstens nicht, das hat er so gesagt. Ist uns auch sympathisch, das ist kein Kunstspekulant, sondern einer, der die Kunst fördert mit einem Verkauf, mit einem Kauf und so weiter. Und der, ich sage aber trotzdem noch, was dieser für Interesse hat, dass Benny das vielleicht besser nachvollziehen kann. Das ist jetzt ein Sammler, der hat ein Portfolio vom Bibliotherist Roman Signer, der hat auch ein paar Wets, der hat Martin Kippenberg, der hat ganz wichtige deutsche Künstler auch in seinem Portfolio. Er hat ein Schlosshotel in Suez und dort hat er eine Sammlung und so weiter, oder? Und jetzt, das wäre jetzt ein Beispiel, wo er etwas besitzen könnte, ohne es lagern zu müssen. Das ist ja heute das Problem. Denken Sie an Ueli Sieg. Ai Weiwei hat gesagt, er soll das Ganze im Mauensee versenken. Es ist nicht ganz einfach, in Hongkong ein Museum zu bauen. Das zeigt es jetzt, oder? Die Schwierigkeit, also eine Sammlung zu haben, ist immer auch eine Belastung. Und wir haben Leute von unserem Team, die regelmäßig auch für Ueli Sieg arbeiten, für die Sammlung die Restaurationen vornehmen müssen. Es ist also ein Kostenpunkt, die Restauration vorweg zu machen, die Lagerung zu machen, das musst du alles, Paul, nicht, oder? Du hast einen perfekten Denkmalschutz, der dein Werk erhaltet und der und er muss es bezahlen, oder? Und der Swisscom bezahlt das, oder? Das ist ganz interessant, oder? Du bist Besitzer eines Werks, das du nicht lagern musst und das du nicht restaurieren musst, das immer schön fit gehalten wird. Also kein dummer Verkauf, oder? Das sagt der andere Sammler, ja. Du kannst es jederzeit anschauen. Du hast aber keinen offiziellen Zugang. Und deshalb würde ich dir raten, als Besitzer des Kunstwerkes, heute noch ein bisschen mit Martin Schwaller, ganz lieber Kerl, ein bisschen in Kontakt zu kommen. Wer weiß, ob du vielleicht als Besitzer des Kunstwerkes einen Zugang zum Turm, also nicht zum Aufsteigen, sondern zum Reingehen haben könntest. Aber das ist wir haben zwei, einen, Silas, einen Zugangs. Haben wir das? Wie müssen wir das machen, wenn wir dort rein müssen? Wir wollen. David regelt das und macht das und ist ausgebildet. Wie alles regelt David. David regelt das und ich sage dir, David kennst du ja gut und das kannst du mit David regeln, wenn du mit deiner wunderbaren Frau, Michaela, da mal reingehen willst, für einen Apro vielleicht, wenn du jemanden empfängst oder so. Ich denke, das ist sicher möglich, oder? Ich habe gerade gesehen, dass die Regie drei Salti rückwärts gemacht hat und wie wild fuchtelt mit den Armen. Ich glaube fast, wir sind im Zeitplan leicht zurück. Benny, du bist ein Meister. Du hättest diesen Match noch besser kommentiert, da bin ich sicher. Aber vielleicht und du hast wir ihn, dann nicht du hast gewonnen. Ihn, und du hast ihn tatsächlich kommentiert, weil du arbeitest im Moment ehrenamtlich für Liechtenstein. Ist das richtig? Ja, aber da spielt Liechtenstein, da spielt nicht die Schweiz. Ja, ja. Nein, ab und zu kommentiere ich schon, aber den Match, den wir alle da gesehen haben, den habe ich ganz still, ganz allein bei mir zu Hause geschaut und wollte nicht gestört werden von niemandem. Allerdings hatte ich das Handy neben mir und habe dauernd wie wild ge-SMS-let mit anderen, die auch begeistert waren. Und nach dem 3:1 habe ich da nicht mehr so gut geschaut, habe den Geschirrspüler geleert und so, oder? Weil da war ja das Spiel sowieso gelaufen und dann war es schon unglaublich. Aber jetzt nicht ablenken vom Kunstwerk hier. Nein, aber doch, vielleicht, was ist der, wer war der beste Spieler? Ja, da muss ich euch jetzt natürlich mit etwas unglaublich Lokalpatriotischem, muss ich euch jetzt da leider konfrontieren. Nicht weniger als 5 der Spieler, die auf dem Platz standen am Schluss, sind durch die Juniorenabteilung des FC Winterthur gegangen. Ja, komm jetzt. Seserovic ist von uns. Freuler, Zuber, wer war da noch? 5. Das sind so viele. Fasnacht, auf alle Fälle. Deshalb sage ich, dass der Zuber eben in diesem Spiel der Beste war, weil der hat so Sachen gemacht, so ein bisschen wie du in der Kunst, wo man nie recht weiß, was kommt jetzt als Nächstes. Das, was du in der Kunst machst, hat der Zuber auf dem Platz gemacht. Auch ein kleines Kunstwerk.
Danke, Veni. Lass jetzt müssen wir fertig machen. Ist richtig? Was kommt jetzt im Programm? Silas? Genau, wir verabschieden uns ganz herzlich von den Leuten, die zu Hause zuschauen im Livestream. Und bedanken uns herzlich fürs Zuschauen. Und wir hier vor Ort haben noch einen Moment länger Zeit. Genau, aber da habe ich noch etwas vergessen. Es sind ganz viele Journalistinnen und Journalisten, denen ich natürlich recht herzlich danken möchte. Sie sind größtenteils nicht hier. Es ist noch hier die SDA, ich weiß nicht, die Beschenagentur und vor allem dessen Fotografen, der von großer Bedeutung ist für mich, auch in meiner Karriere. Das ist der Urs Flühler. Der ist auch hier. Wir haben schon einiges geshootet heute zusammen und das wird in etwa so weitergehen. Der ist hier und es sind ganz viele Journalistinnen und Journalisten zu Hause. Die hoffentlich eine schöne Berichterstattung macht. Ich sage jetzt voraus herzlichen Dank.